Servus Leute, heute habe ich ein Customs Raid für euch und in der Runde, da lief's einfach. Ich war mit der M700 unterwegs und der P90 für den Nahkampf und egal wo ich hingeschaut habe, waren Gegner und die Shots haben gesessen und war einfach ein saugeiler Raid mit echt guten Snipeshots und ein paar Nahkampfaktionen und den wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut, vielleicht ein Follow da lasst. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen, einen Kommentar unterm Video, einen Daumen nach oben natürlich und macht die Glocke an, wenn ihr wollt. Und jetzt viel Spaß mit dem Raid. Wundervolles Wetter. Na, besser geht's ja gar nicht. Hier muss keiner über die Brücke kommen. Okay. Oh oh. Bin mir nicht sicher, ob das ein Scav war. Ich glaube, das war keiner. Bloß nicht die beste Einsicht dahinter. Strom? Fragezeichen? Nein. Snipe mal als Scavs, was soll's. Wo ist jetzt hin? Hat er gerade um. Auf wen schießt der? Oh, Spieler. Davon der erste, den ich, glaube ich, aus der Pose da hole. Der wüsste, von wo ich geschossen habe.
Wenn der wüsste, woher ich geschossen habe. Deswegen snipen so geil in Tarkov. Wegen solchen Shots. Wenn die treffen, ne, das ist einfach... Es gibt nichts Besseres. Mega. Ich hoffe, den klippt einer. Ich wäre enttäuscht, wenn es keiner tut. Eine Siegermilch. Was ist da hinten los? Okay, okay. Bei dem Killer-Cosplay sozusagen mir wird Servus. So, schauen wir mal, was im Vorden, hier Crackhaus los ist. Ich glaube, die waren noch dahinter. Die waren hier irgendwo. Vielleicht noch an den Garagen. Hey Schicksal, ich habe Killer heute schon 6 Mal getroffen. 3 Mal davon hat er mich getötet. Also, verrückt heute. Nein. Oh. Hey, komm her, komm her. Ja, nicht schlecht. Zeig dich nochmal. Warum? Gerade da oben drin rumgestiefelt. Hey, Officer Patzelmeier, yep, im Killer-Outfit. Ey, der ist da gerade 100 Pro oben drin rumgelaufen. Ich habe ihn gesehen. Scheiße. Ans MG? Nee, das geht da nicht durch.
Beim MG werde ich bloß runtergeschossen. Hab ihn. So, was ist hier hinten los? Und ich habe die Quest mit den 100 Meter Kills fertig. Das waren 300 Meter Shots in dem Raid. Es wäre Shooter Born in Heaven in einem Raid gewesen. Der hat keinen Bock mehr. Das ist die Sache. Wäre ich ans MG gegangen, dann hätte der möglicherweise gewusst, ne, und hätte sich nicht so ruhig dahin gehockt. War nicht sein Kumpel da, oder? Nee. Der am Panzer war aber saftig. Was lag? Habe ich einen Einschlag gehört hier drüben? Hey, Gap. Nee, nee, den hab ich. Ziemlich sicher hab ich den am Panzer. Ich glaube, das war ein Spieler, ne? Ja. Kommst du in die rote Halle von hier? Ja. Da oben siehst du die Fenster. Oh, shit. Runtergegangen oder was? Hey, Popo Zwick, Servus. Hey, Jimmy.
Ich glaube, er ist nicht mehr da oben. Bitte keine Scavs hier. Wo ist der Sack hin? Wow. Wo kam das denn jetzt her? Eieiei. Das war mein Sound Alert. Nee, nicht ganz. Sepp hier vorne. What? What? Yo, okay. Was? Was macht er denn da, ey? Ich dachte, der ist irgendwo da hinten. Da höre ich auf einmal vor mir. No way. Was macht denn der da? Von da hat er auch auf mich geschossen. Ich meine, was? Ich dachte, er hat hinten vom Dinghaus geschossen. Alter. Freund der Sonne war ein guter Fight. War ein echt guter Fight. Er steht da in der Ecke. Ich meine, what? Ich habe jetzt mit vielem gerechnet, nicht damit.
Wie hieß er? Alkoholik 008 Twitch TV. Ich dachte, ich hätte einen Step hier irgendwo gehört, ne? Na gut, sammeln wir noch Dogtags ein? Ich glaube, die kann ich liegen lassen. Na, den Crackhaus machen wir auf jeden Fall. Und den hier vorne. Den anderen hinten am Panzer lasse ich liegen, der ist eh schon weg. War es hier ein Skeff? Ich glaube, das war sogar ein Skeff. Ich dachte, ich habe den Step hier gehört. Genau darauf habe ich spekuliert, dass er da looten geht, übrigens. So. Dann hier noch weg. Reicht. Gemma. Wird auch langsam schon wieder spät. Den anderen hole ich nicht mehr. Halt, Moment. Strom ist leider nicht an. Oh, den in der Tankstelle, ne? Soll ich da noch hin? Na komm, wir schauen noch zu dem in der Tankstelle. Der Shot war nämlich ziemlich gut. Den am Panzer kriege ich leider nicht mehr. Die haben da garantiert den schon weggelootet. War ja ganz schön was los hier. Muss ich sagen. Ich schau noch einmal, ob die Tür auf ist, ob sie den vielleicht gelootet haben schon. Okay. Wir erkennen nichts mehr. Hey Blondie, servus. Oh, das Geflimmer da, nice. Richtig gut.
Heute Killer-Outfit? Ja, ein bisschen, ne? Eine gute Adidas-Jacke. Tür ist noch zu. Ich glaube, er ist noch nicht gelootet. Ey, von hier, ne? Da hinten habe ich geschossen. Da. Oh, shit. Er weiß nicht, was ihn getroffen hat. Der Daredevil. Wie heißt er? Daredevil 21. Dreht sich noch was. Klar, Schicksal. Skeff mal rein. Double net. Okay, wir gehen. Warum guckst du nicht in die Scavs? Die können gute Schlüssel haben. Beim Scav-Looten stirbt man gerne. Ist ein einfaches Ziel und es lohnt sich nicht, verhältnismäßig, mein Gear für Scav-Loot zu riskieren. Das ist der Punkt. Also wenn man weniger Gear anhat, dann lohnt sich Scav-Looten mehr, weil man dann weniger riskiert. Aber irgendwann ist es halt so, du riskierst mehr Gear und ich will auch meinen Tod nicht riskieren. Und beim Looten bist du halt mal schneller weg, als dir lieb ist, ne? Scav hat bestimmt eine Red, die haben sie immer, alle, die ich nicht loote. Wo hockt einer? Achso, nee, blaues Fass. Alle Scavs, die man nicht looted, haben eine Red. Oh. Not like this. Wie heißt dieses Ding mit der Katze, diese Theorie? Wenn man in die Box schaut, nee, wie ist denn das nochmal? Genauso ist es mit der Red Keycard. Schrödingers Red Keycard ist es. Genau. Schrödingers Red Keycard. Jeder Scav, den man nicht lootet, der hat eine Red Keycard. Wenn man reinschaut, ist sie weg. So, auf geht's. Aber war doch ganz passabel, der Raid, oder? Macht mal alle Hallo YouTube im Chat, wenn ihr euch verewigen wollt. Das wär's noch, wenn der mir jetzt ein Head Eis gedrückt hat, ne? Eieiei. Auf geht's, was haben wir denn hier? 199 Meter auf dem Daredevil? Fast 200 Meter waren das. Der hier, keine Ahnung, muss ich mal nachschauen. Schauen wir gleich. Der war 71, 113. Der war auf jeden Fall auch, der war auch relativ weit, mal sehen. Jo, der war 204 Meter, der am Panzer. Ich hab ihn auf jeden Fall. 204 Meter. War mein Schuss. Das waren nochmal geile Shots. Das waren, keine Ahnung, hab Bock gemacht. Genau so, ne?